Liebe Leute, herzlich willkommen bei Ghost TV und schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Heute mit dem nächsten Teil unserer Serie Der Weg zum Sportschützen. Und zwar sprechen wir heute mal darüber, welche Waffen auf welche WBK kommen. Dabei werden wir nur über die gelbe und die grüne WBK sprechen. Die rote WBK lassen wir außen vor. Und es geht hier rein nur darum, welche Waffen auf welche WBK kommen. Wenn euch das Video später gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da und lasst mir bitte ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn der ein oder andere von euch eventuell die Kanalmitgliedschaft nutzen würde. Und wenn ihr den Kanal ansonsten unterstützen möchtet, findet ihr alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir mal los. Also, viele Sportschützen fragen sich immer, Mensch, welche Waffe kommt jetzt auf welche WBK? Das Ganze ist auch für einen Anfänger unter Umständen etwas verwirrend, weil man natürlich auch erstmal die verschiedenen Arten von Waffen dafür auch kennen sollte. Ja? Aber wir versuchen das heute mal einfach zu erklären und ich blende euch hier mal ein Bild ein über die grüne WBK. Ja, und hier haben wir mal die Folie, was wird auf die grüne WBK eingetragen. Also, da kommen die mehrschüssigen Kurzwaffen drauf. Das ist das, was ihr unter den Pistolen und Revolvern versteht. Die Selbstladelangwaffen, damit sind die Halbautomaten in aller Regel gemeint. Dafür haben wir hier mal die AK abgebildet, weil ich glaube, das ist ein Synonym, das jeder kennt. Und Repetierlangwaffen, in der Regel mit glatten Läufen. Und das ist dann dementsprechend auch in der Regel die Pumpgun, die ihr ja aus Film und Fernsehen kennt. Diese drei Waffenkategorien kommen also dementsprechend auf die grüne WBK. Ich denke, das sollte relativ einfach und nachvollziehbar sein. Wir sprechen jetzt explizit nicht darüber, wie die Beantragung läuft, was ich eventuell an Voreinträgen benötige. Das lassen wir hier erstmal außen vor, weil ich denke, das ist ein Thema, das ist sehr umfangreich und da sollte euch auch der Verein bei behilflich sein, weil da wird es relativ umfangreich, ein Video drüber zu machen, weil das Ganze auch teilweise wieder verbandsabhängig ist und da soll sich doch einmal auch euer Verein drum kümmern. Aber wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze bei der gelben WBK aussieht. So, hier haben wir mal die Folie der gelben WBK, was dort eingetragen wird. Da werden eingetragen die Einzellader mit glatten und gezogenen Läufen. Ja, also ein Einzellader, für die, die es nicht wissen, das ist eine Waffe, wo ich wirklich jede Patrone einzeln einlege. Da habe ich keine Mehrladereinrichtung, da habe ich kein Magazin, sondern ich muss jede Patrone wirklich einzeln in den Lauf legen, beziehungsweise ins Patronenlager. Dann haben wir die mehrschüssige Repetierlangwaffe mit gezogenen Läufen. Das ist das, was ihr eigentlich unter einem, in Anführungsstrichen, normalen Gewehr kennt. Ja, ihr seht es auch hier bei dem Beispielbild. Da haben wir ein Magazin und ich repetiere jeden einzelnen Schuss manuell in die Waffe. Dann habe ich aber auch noch die einläufige Einzellader-Kurzwaffe für Patronenmunition. Und das ist in aller Regel die sogenannte freie Pistole. Also eine reine Wettkampfpistole, die in der Regel auf 50 Meter geschossen wird. Und, was eigentlich jeder kennen sollte, die Perkussionswaffen. Da habe ich mal stellvertretend hier eine Perkussionspistole einmal abgebildet für euch. Die Perkussionswaffen werden dementsprechend auch Vorderladerwaffen genannt. Ja, meine Freunde, das ist die Geschichte der gelben WBK, was dort eingetragen wird. Ich hoffe, dass der ein oder andere da jetzt etwas besser mit klarkommt. Wir wollen jetzt auch hier kein großes Theater drum machen, sondern es ging wirklich in diesem Video erstmal nur darum für die Anfänger von euch, dass ihr wisst, welche Waffen auf welche WBK kommen. Und die rote für die Sammler, wie gesagt, die haben wir mal außen vor gelassen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt mir bitte eine Mail und ich werde euch auch zeitnah antworten. Meine Mailadresse findet ihr in den Kanalinfos beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass euch die Informationen nützlich waren, dass ihr ein bisschen was mit anfangen konntet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, bleibt bitte gesund und munter. Passt gut auf euch auf. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.